Tribunal NSU-Komplex auflösen. Unsere letzten Worte richten wir an das Oberlandesgericht, an den Vorsitzenden Herrn Götzl und den Senat. Wir möchten, dass sich der Senat vor Ort im Internetcafé, in dem mein Sohn Khalid ermordet wurde, von den örtlichen Gegebenheiten in meinem Beisein ein Bild macht. Denn dann werden auch Sie sehen, dass der damalige Verfassungsschützer Andreas Temme lügt. Sollte es keine Vorortbesichtigung geben und die Ungereimtheiten von dem damaligen Mitarbeiter des Hessischen Landesamts für Verfassungsschutz nicht aufgeklärt werden, weil der Senat Temme glaubt, ist für uns das gesprochene Urteil bei Beendigung des Prozesses vor Gericht nichtig. Wir werden das Urteil nicht anerkennen. Diese Worte sprach Ismail Yozgat, der Vater von Khalid Yozgat, auf der Kundgebung zum 10. Todestages seines Sohnes am 6. April 2016 in Kassel. Sein Antrag auf Besichtigung des Tatortes wurde vor Gericht abgelehnt. Mehr noch, Mitte Juli 2016 hat Richter Götzl einen für den Ausgang dieses Strafverfahrens wegweisenden Beschluss verkündet. Die Angaben des Zeugen Temme in der Hauptverhandlung sind nach vorläufiger Würdigung glaubhaft. Auch im heutigen Urteil bleibt Temmes Beitrag unbenannt. Es ist unwahrscheinlich, dass Andreas Temmes sich noch vor Gericht für seinen Beitrag zum Mord an Khalid Yozgat verantworten muss. Ebenso unwahrscheinlich ist es, dass der Generalbundesanwalt nach dem heutigen Urteil einen zweiten Strafprozess gegen das Unterstützernetzwerk des NSU anstrengen wird. Unwahrscheinlich ist es schließlich auch, dass jene, die sich hinter den Strukturen ihrer rassistischen Normalität verstecken, von einem deutschen Gericht verurteilt werden. Die JournalistInnen, die von Dönermorden und düsteren Parallelwelten fabulieren, die BeamtInnen, die die Angehörigen und Opfer erpresst, eingeschüchtert und kriminalisiert haben, und die AgentInnen in den geheimen Diensten, die das Morden der Nazizellen bewirtschaftet haben und die Spuren dieser gemeinschaftlichen Taten heute akribisch verwischen. Ein Grund mehr, dass wir uns den oben zitierten Worten von Ismail Yozgat anschließen und weiter fordern, dass alle Schuldigen zur Verantwortung gezogen werden und dass allen Opfern Gerechtigkeit widerfährt. Wir fordern weitere Strafverfahren gegen die konkret benannten Nazis und V-Personen im NSU-Komplex. Wir fordern Konsequenzen für die PolitikerInnen, für die StaatsanwältInnen, für die PolizistInnen und für die JournalistInnen, die das Leben der Betroffenen ein zweites Mal zerstört haben. Auf dem NSU-Tribunal im Mai 2017 in Köln haben wir deshalb 90 Personen angeklagt, die nicht hier in München angeklagt waren. Wir klagen sowohl die Ermöglichungsbedingungen als auch die Verantwortung einzelner Personen im NSU-Komplex an, weil beides nicht voneinander zu trennen ist. Der NSU-Komplex geht über die individuelle Täterschaft bei den Morden und Bombenanschlägen weit hinaus. Gleichwohl kann sich niemand hinter abstrakten Strukturen verstecken. Die Anklage des Tribunals ist eine notwendige Intervention, doch sie ist nicht abschließend. Die Öffentlichkeit muss sie fortschreiben und für weitere Aufklärung einstehen. Das heutige Urteil im NSU-Prozess ist kein Schlussstrich. Solange Personen wie Andreas Temme, Susanne Emminger, Johann Helfer und Axel Minrath alias Lothar Ling nicht auf der Anklagebank sitzen, werden wir keine Ruhe geben. Wir werden weiter gemeinsam mit den Betroffenen von rassistischer Gewalt für die Aufklärung kämpfen und eine Gesellschaft ohne Rassismus einklagen. Beim NSU-Tribunal in Köln, bei der Möllner Rede im Exil, beim Gedenken an Burak Bektaş, bei der Planung neuer Tribunale und am heutigen Tag. Die Betroffenen werden nicht schweigen. Sie fordern Respekt für ihre Geschichten und Solidarität für ihre Forderungen. Ihre Forderungen sind auch unsere. Entwaffnet die Neonazis. Löst den Verfassungsschutz auf. Es geht noch weiter. Klagt alle Verantwortlichen an, entschädigt alle Betroffenen, nennt die holländische Straße in Khalidstraße um und baut das Denkmal in der Kolbstraße. Kein Schlussstrich.